1970 begann dann das Philosophiestudium und zur gleichen Zeit oder im gleichen Jahr sind Sie auch der SED beigetreten. Geschah das damals aus einer Überzeugung raus? Das geschah aus Überzeugung heraus, ähnlich wie die Wahl des Studienfaches. Und beides zeigt, wie ich damals tickte, würde man heute sagen. Ich war wirklich mit DDR-Realitäten vertraut, also nicht unkritisch, aber meine Hoffnung lag darauf, dass dieses große Projekt Sozialismus, also das, was propagiert wurde, auch von den intelligenteren Zeitgenossen, von Künstlern, Intellektuellen, dass das eine Zukunftschance war, die auch mich als Arbeiterkind einschloss. Ich war wirklich in dieser meiner Lebensphase davon überzeugt, dass die Überlegenheit dieses Projektes, was jetzt noch Klassenkampf, kalte Kriegsbedingt in der Defensive ist, Nachteile hat, Einschränkungen mit sich bringt, dass das die Zukunft ist und dass es sich lohnt, dafür einzutreten und dass es auch den Einsatz des Einzelnen braucht. Klingt verrückt heute, aber damals ging es, glaube ich, einer ganzen Reihe in meiner Generation so. Und wie war das so in Ihrem Umfeld? Mussten Sie da viele Leute überzeugen oder haben Sie versucht, viele Leute auch davon zu überzeugen? Ich habe schon versucht, diejenigen, die mich umgaben, mit dieser Überzeugung anzustecken, also mich mit ihnen auseinanderzusetzen, meine eigenen Probleme durchaus darzustellen, denn ich komme aus Verhältnissen, wo man auch die Schattenseiten der DDR erleben konnte, also die Moloche in den Fabriken, aber zugleich war auch da immer noch etwas von diesem Anspruch und sei es Dirigierten und Gelenkten, aber sozialen Gleichstellung. Wir wollen, dass das Unten irgendwann zum Oben wird. Und das war es eigentlich, was mich antrieb und sicher auch später im sozialen Sinne immer links bleiben ließ.